Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in der Wiener Markshalle mit Out of Order. Servus, grüße. Servus. Hallo. Servus, Benni. Wie fühlt es sich denn an hier in dieser leeren Wiener Markshalle? So ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, glaube ich, oder? Also, ja, ein bisschen einen Druck verspüre ich schon. Ja, die Fantasie kann manchmal auch sehr ungut sein. Aber wir freuen uns, dass wir am 21.10. dann da hoffentlich, nein, nicht hoffentlich, wir werden da einfach die Show des Jahres abreißen mit der Red Bull Show 100. Es wird mehr los sein. 21.10. Red Bull Show 100, der Countdown zur Show des Jahres mit Out of Order. Wie sehr, Dani, seid ihr jetzt schon in diesem Konzept drinnen und wisst, was von euch dann hier an diesem Platz verlangt werden wird? Naja, wir sind gerade dabei, so kleine Teile, die man für eine Live-Show braucht, quasi zusammenzusuchen. Bandaufstellung, Bandmitglieder, wie präsentieren wir die Songs, die es schon gibt, live. Ja, in dieser Phase sind wir gerade und wir sind gespannt auf die Challenges. Ja, die wird es auch noch geben und mehr Songs, weil das ist eine der meistgestellten Fragen, glaube ich. Es gibt ein paar Songs von Out of Order, aber für 100 Minuten wird es nicht reichen, oder? Das stimmt, deswegen sind wir auch gerade in der Schreibphase. Also wir können ja nur das vorbereiten, was der Dani schon richtig gesagt hat, was in unseren Händen liegt. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Mise en place kochen und man schnibbelt halt alles vor und dann schaut man, was die Leute bestellen. Da kommen natürlich die Challenges dazu. Wir waren auch gestern eben bei deinem Sender und haben die Ö3-Challenge bekommen, einen frischen Song für Österreich schreiben zu können, was natürlich auch wieder ein Lied mehr ist. Und nach unserem Interview mit dir gehen wir auch wohl eh wieder ins Studio und feilen weiter an neuen Liedern, damit wir eben auf das kommen. Aber wie gesagt, die Challenges werden das natürlich dann prolongieren, den Showablauf, und auf das freuen wir uns schon, aber es ist auch ein völliger Sprint in eine Nebelwand und das macht es aber irgendwie aus. Das heißt, ein Risiko ist schon dabei, oder? Es gibt 17 gleich plausible Wege, wie das scheitern kann. Und dagegen arbeiten wir, gegen jeden Einzelnen. Wie geht es dir mit diesem Druck und dieser Erwartungshaltung irgendwie um? Wie sehr spürst du das, Dani? Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen den Druck auch. Das ist ein positiver Druck auch, den man verspürt. Und wir arbeiten auch gern mit Deadlines, hat der Seile gestern richtigerweise gesagt. Und ich glaube, gerade im kreativen Bereich braucht man ein bisschen den Arschtritt. Nicht, weil man nicht motiviert ist, sondern weil es... Dann spielst du das erst. Welches Bild zu Red Bull Show 100 ist so das erste, das irgendwie eine Explosion kommt? Einfach, das kommt mir vor. Das hätte ich auch gesagt, oder? Ja. Ich habe die ganze Zeit irgendeinen so einen Trailer im Kopf, also diese alten amerikanischen silbernen Trailer. Wegen diesem Camp, wo wir drin sind, aber der wird vermutlich nicht so ausschauen. Aber möglicherweise. Wenn du an die Show denkst, glaube ich, Mann. Ja, aber wenn ich an die Show, da gehört noch die 100 Stunden davor dazu und dann denke ich an diesen Camper. Siehst du das? Und der wird vermutlich da irgendwo stehen, oder nicht? Da hast du völlig genau recht. Wenn da die Bühne ist, nicht? Was wird denn, ich frage mal anders, was wird denn... Echt, oder? Ich bin ja am Hut weg. Ja. Seile kommt immer mehr rein. Ja, ja. Jetzt bin ich da, jetzt können wir auch drüber reden, wenn du das willst wissen, warum. Das ist ein leichtes Dehnen, jetzt ist er im Champions League-Finale. Was wird die größte persönliche Challenge innerhalb dieser 100 Stunden für jeden von euch drehen? Ja, also ich glaube, dass da schon ein bisschen ein Lagerkoller kommen kann, glaube ich, oder? Wenn es irgendwie nur Indoor und künstliches Licht und was, ja, hat, oder? Ja, und dann dieses beobachtet werden die ganze Zeit, ne? Weil man ist ja doch des Öfteren jemand anders vor der Kamera, und wenn man das dann aber vergisst irgendwann, und dann ist man halt wirklich der, der man ist, und ja, ob ich so stolz drauf bin. Kann ja auch gutes Entertainment sein, oder? Das ist auf jeden Fall bestes Entertainment, und ich glaube auch, in Wahrheit geht es ja um das. Was glaubst du, was das Schlimmste ist, wenn man da 100 Stunden eingesperrt ist? Ich glaube tatsächlich, dass es der Countdown sein wird. Weil, ja, der Ring, weil du siehst die ganze Zeit, wie lange es noch dauert, bis du wirklich auf die Bühne musst. Bis jetzt nicht so gesehen, danke. Ja, ja. Also ich will jetzt keinen Druck machen, aber es wird schon ein Pressure. Ich meine, ihr seid alle vom Fach. Ja? Also ihr wisst ja, wie es geht, grundsätzlich. Seid viel auf der Bühne gestanden, auf sehr großen Bühnen auch. Aber trotzdem, dieser Countdown, der runterzählt, wird, glaube ich, schon, ja, es ist für was mich Eigenes. Die 3 Tage davor sind... Da bin ich nervöser als direkt vor dem auf die Bühne gehen. Wie war denn euer Verhältnis eigentlich? Also Dani und Seile kennen sich schon sehr lange. Wie war euer Verhältnis irgendwie vor der Zeit von Out of Order?
wir haben uns nicht wirklich gekannt. Ne? Also wieso immer Best of Austria mit Classic haben uns ein paar Mal über, also sind wir uns begegnet halt, aber. Ja, da haben wir uns den Probendurchlauf angeschaut und haben über. Was haben wir da gemacht? Haben wir Bands gemalt. Ich glaube tatsächlich, dass wir da unten gesessen sind und ja, sie lustig gemacht haben über andere. Damit war ja Out of Order noch nicht wirklich jetzt da, sondern nein. Das hat ja dann eine Zeit lang gedauert, bis es sozusagen den Punkt gegeben hat, wo man gesagt hat, okay, wir gehen es jetzt richtig an. Wo war der Punkt und wieso ist der Punkt gekommen? Naja, dadurch, dass Wiggle Woggle so gut funktioniert hat, also jetzt, das war ja noch nicht released, aber für uns jetzt nach der Zusammenarbeit, haben wir dann gesagt, nein, machen wir noch eine. Und so ist es dann weitergegangen. Und irgendwann haben wir gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir das jetzt da immer featuren irgendwie, dann machen wir gleich ein Kollektiv quasi oder eine Band draus. Ja, seitdem sind wir da. Und wie gesagt, das fühlt sich gut an. Weil vor allem, wie wir es vorher gesagt haben, wir können damit ganz andere Sachen machen, wie wir es vorher also nicht kennen hätten. Was nicht heißt, dass das, was wir da haben, weil die erste Angst hat. Gibt es mehr künstlerische Freiheit? Natürlich, weil keine Erwartungshaltung dahinter steckt. Ne? Also du hast ja noch nicht dieses, was ja völlig normal ist, wenn du etwas Funktionierendes hast, dass du ein gewisses Kostüm drüber gestülpt kriegst. So, weil dann ist ja klar, dass der Sound so klingen muss, weil sonst würdest du ja alle verarschen da draußen. Und hier, weil dadurch, dass das was Neues ist, können wir sie noch finden und das ist schön. Ich glaube, man erspart sich mit seiner angestammten Formation sich neu erfinden zu müssen, weil du diesen künstlerischen Dusche in diesem Projekt ausleben darfst. Genau. Und das ist das Schöne. Es wirkt so im Kollektiv echt so, als wäre das mehr als ein Künstlerkollektiv, eine Band oder... Wir sind Freunde von dem Kamera. Ihr seid wirklich jetzt... Jetzt hat es echt der Haber, oder? Ja, schon. Das ist aber schnell gegangen jetzt. Eigentlich innerhalb... Gut, aber ich hab's auch viel Zeit. Ich bin nur der so sympathische Kerl. Ja, ich war's ja schon fremd. Ich glaube, in der künstlerischen Zusammenarbeit verfestigen sich Freundschaften schneller, weil man sehr schnell sich öffnen muss, um miteinander Musik zu machen. Ja, es ist etwas Intimes, ne? Du hast ja dann auch Angst, wenn du das erste Mal sagst, ah ja, da hätte ich was, oder eine Gesangslinie oder irgendwas. Was sagt der andere, ja? Ja, klar, natürlich. Du hast aber Angst sagen, oder Kritik, ne? Wir haben ja schon sehr viel verbindende Momente auch erlebt. Sehr viel lustiger, von denen ich vermutlich keinen einzigen da jetzt sagen kann. Aber da waren schon tolle Sachen dabei. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir auch. Und wir uns auch. Wir freuen uns auf viele Songs. Wir halten noch mal echt fest, es wird eine Riesen-Challenge. Ja. 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 Es geht nicht im Vorbeigehen. Nein. Und es wird groß. Ja. Und es wird geil. Ja. Ja. Herzlichen Dank. Alles Gute. Out of Order in der Wiener Maxhalle. Dankeschön. Danke, mein Freund. Danke. Danke.